Kapitel 10 Entstiegen aus den Schatten. Aurora, werde eine Plotkämpferin. Gerade in diesen Minuten war das Versprechen einer heilen Welt, frei von Verrat und Tyrannei, unfassbar attraktiv für Aurora. Und es stimmte. Viele Pokémon standen wahrlich auf der Seite des Plotkriegers. Konnten wirklich Hunderte falsch liegen? War Aurora vielleicht all die Zeit selbst nur einseitig gewesen? Dies alles waren Fragen, welche sie sich selber in diesen Minuten trotz allem nicht stellte. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Du hast dafür gesorgt, dass Kel in mein Leben tritt, also konnte nichts Gutes dabei herauskommen. Denn von dir geht nie Gutes aus, Epsilon. Und ich werde immer gegen dich stehen. Tatsächlich schien es so, als wäre das maschinenartige Wesen wahrlich enttäuscht aufgrund dieser Aussage. Es ist verschwendetes Potenzial. Doch ich schätze, dass ich dich nicht zu deinem Glück zwingen kann, wenn du es nicht akzeptieren möchtest. Aber wenn du das Glück nicht annehmen willst, bleibt dir noch alleinig die Vernichtung. Es wäre doch schade, nun wo du gerade diese tolle neue Form erhalten hast. Also, steht deine Entscheidung fest. Du hast Ideale, auch ich habe solche. Wir sind beide bereit, unsere Ideale bis zum Tod zu verteidigen. Aber da unsere Ideale einander ausschließen, werden wir niemals auf einer Seite stehen können. Erneut erklang Donner, die Erde bebte und fadenartige Schatten schlängelten sich an den Wänden entlang. So sei es. Wenn dein Wille sei, deine Ideale bis in den Tod zu tragen, dann sei nun der Tag für diesen gekommen. Farewell. Die Schatten aus den Wänden schossen hervor wie Ketten, mit dem alleinigen Ziel, ihr Opfer festzusetzen. Aurora hatte jedoch nicht vor, sich durch diese Technik aufhalten zu lassen. Sie wich einfach aus. Doch nun wurden bereits die neuen Eiszapfen zu riesigen Problemen. Ihnen zu entgehen kostete Auroras vollen Fokus, während Epsilon sich gerade erst aufzuwärmen schien. Und vor allem schien es, als wolle er nun selber in den Kampf eintreten, den bis zu diesem Punkt alleine seine geschaffenen Hindernisse führten. Ein weiteres Mal richtete Epsilon sein Schwert gen Himmel und ein finsterer Blitz schlug nun in es ein. Eine zerstörerische Aura umgab die visuell so zerbrechliche Klinge. Und das lilane Licht hinterließ Spuren in der Luft, als Epsilon das Schwert schwang. Zunächst stieß er die Klinge jedoch in den Boden, aus welchem sofort Geysire aus Blitz und Schatten sprudelten. Und nun flog Epsilon wahrlich ins Geschehen und nutzte das mächtige Schwert gegen seine unterlegene Feindin. Aurora kämpfte an mit mehr Kraft und Entschlossenheit als je zuvor in ihrem Leben, doch es wirkte alles nutzlos. Nicht nur konnte Epsilon die Umgebung kontrollieren, auch in einem reinen, fairen Kampf war er ein Gegner, welcher seinesgleichen vielleicht nie finden würde. Zudem kam eine Geschwindigkeit, von welcher normale Pokémon nur träumen konnten. Dass sein Schwert nicht nur eine mächtige Nahkampfwaffe war, sondern auch Blitze schießen und aus dem Boden schießen lassen konnte, war hierdurch kaum noch ein Unterschied. Doch von nichts von alledem wollte Aurora sich aufhalten lassen und konnte es auch nicht, das wusste sie. Epsilon hatte bereits mehrere Hiebe gelandet, schien jedoch nun kein wahres Interesse mehr an direkten Angriffen zu haben. Stattdessen trafen seine Hiebe den Untergrund der Höhle. Nebenbei schossen weitere Geysire aus dem Boden. Erst als es zu spät war, realisierte Aurora, dass die Linien, welche Epsilon nun auf den Boden zeichnete, eine Form bilden. Eine riesige Spirale, ein Symbol, welches in den Augen des Volnonas keinen Zusammenhang mit Epsilon hatte. Doch kaum war die Spirale vervollständigt,
begann der gesamte Raum zu rotieren wie ein Karussell, doch deutlich schneller als ein solches jemals wäre. Dem schwebenden Epsilon machte dies nichts aus, auch da er den Anblick offensichtlich bereits gewohnt war und er den Boden nicht berührte. Aurora hingegen musste nun nicht mehr nur gegen einen Schwertkämpfer, Geschosse und natürliche Hindernisse, sondern wahrlich noch gegen diesen Ort selber antreten. All dies wurde zu viel für Aurora. Innerhalb von Sekunden hatte sie so ziemlich jede Orientierung verloren. Die Fliehkraft der ewigen Umkreisung schleuderte sie an die Wand, als sie jegliche Kontrolle über das Geschehen verloren hatte, welche sie überhaupt hatte. Schmerzen durchfuhren sie, als der Raum langsam aufhörte, sich zu drehen und sie zu Boden stürzte. Jämmerlich. Dein Willen mag stark sein, doch dein Körper ist es nicht. Du warst nicht weise genug, deine Grenzen zu sehen. Der Verwundeten schwand die Luft, als sie spürte, dass krallenartige Finger sie am Hals packten und sie sich im Angesicht des Plottkriegers befand, welcher sie mit seiner linken Hand in einem eisernen Griff hielt. In der rechten Hand glühte weiterhin das geladene Schwert auf. Ich muss dich beglückwünschen zu deiner Leistung. Du hast mich weniger gelangweilt, als ich noch befürchtet hatte. Doch an dieser Stelle ist deine Reise zu Ende, Aurora. Zu schwach, um sich dem Angriff zu erwehren, spürte Aurora nur noch, wie die Schatten des Schwertes ihren Herzschlag stoppten. Epsilon sprach erneut auf, als er den leblosen Körper des Vulnona fallen ließ. Blut floss über den Boden, nahe eines großen Eisfelsen. Ist es dies, wofür du reistest, schwache Seele? War es das, was dich geleitet hat? Kell schreckte auf, als er diese Stimme hörte. Wusste Epsilon etwa, dass er hier war? Komme heraus und stelle dich mir, Fehlschlag eines Lebewesens. Ich weiß, hinter welchem Schutz du dich verbirgst. Unsicher trat Keller vor und wurde sofort von Epsilons leerem und doch irgendwie stechendem Blick durchbohrt. Sprich nun, du Narr! Ich sah noch nie jemanden wie dich. Was bewegte dich zu dieser Handlung? Die Nervosität und die Natur der Frage sorgten dafür, dass das Fukano einfach nicht verstand, was Epsilon von ihm wissen wollte. War es innerer Hass? Waren es die Schmerzen deines ersten Lebens? Lebt in deinem Inneren denn doch der Psychopath, der du manchmal selber glaubtest zu sein? Oder war dein Egoismus doch so mächtig? Was trieb dich, das Pokémon zurückzulassen, welches dir eine Chance in dieser Welt gab, ob sie nun meine Freundin war oder nicht? Dass er die Frage nun verstand, war beinahe schlimmer als der Anblick in dieser Höhle. Selbst Epsilon, das Wesen, welches Aurora ohne zu zucken umgebracht hatte, selbst dieses Wesen schien den Egoismus Kells zu verachten. Selbst ein Wesen scheinbar ohne jede Moral erblickte in ihm Abschaum. Schon als Mensch dachte er oft, er sei ein Wesen ohne Wert für die Gemeinheit. Und nun fand er sich in einer anderen Welt wieder, abgelehnt von Freund und Feind für den Irrsinn seiner Taten. Blitze begannen durch den Raum zu zucken, als Epsilons Ruhe zu schwinden schien. Antworte mir, du nutzloser Abfall! Ich möchte es wissen. Selbst ein Wesen wie ich bereit, gar Hunderte, Tausende zu opfern für Ideale, die manche als Wahn bezeichnen. Selbst ich könnte mich niemals dazu bringen, jemanden zu verraten, dem ich so viel schulde. Eigentlich hatte ich vor, dich so zu vernichten wie auch Aurora. Doch ein schneller Tod ist nicht, was du verdienst. Mache dich bereit für das wahre Fegefeuer. Das jüngste Gericht nach dem Tod mag eine Legende sein. Deine Sünden werden dort nicht gestraft. Doch ich bin das irdische Gericht. Und ich strafe deine Sünden mit Strafen schlimmer als dem Tod. Flammen begannen emporzusteigen an vereinzelten Stellen aus dem Boden. Kell hatte keine Ahnung, was sich dieses gottgleiche Wesen einfallen lassen würde als Strafe für seinen Verrat. Doch noch bevor die Hölle wahrlich losbrechen konnte,
sammelten sich Schatten zwischen Epsilon und Kell. Der verwirrte Plotkrieger stoppte seine Vorbereitung, als Mashadow dem Grund emporstieg. Epsilon, warum tust du das? Weshalb verwundest du diese Pokémon? Offensichtlich wusste der Krieger nicht, weshalb sich nun sein eigener Kämpfer gegen ihn stellte. Was soll das? Weshalb verteidigst du dieses Wesen? Trotz der Frage wartete Epsilon dieses Mal nicht einmal auf eine Antwort, sondern verschwand einfach im Nichts. Für einen Moment stand Kell stumm da, schockiert von den Ereignissen, welche sich in dieser Höhle zugetragen hatten. Glaube ja nicht, dass ich dies für dich getan habe, Fukano. Du hättest alles verdient, was Epsilon für dich geplant hatte. Ich hoffe, dass du das weißt. Offensichtlich erwartete Mashadow keine Antwort, denn auch er verschwand sofort. Langsam begann erst Kells Bewusstsein wahrlich wieder zu erwachen. Panisch blickte er sich in der Höhle um wahrlich die Bedeutung seiner Taten zu erkennen. Im Rausche der rasenden Gedanken rannte er. Wohin wusste er nicht, doch es war ihm auch egal. Warum? Warum war er nur so? Epsilon. Seit Monaten arbeitete Mashadow nun bereits an seiner Seite, doch nie wirklich überzeugt von den Taten und Idealen des Plotkriegers. Alles, was Mashadow wollte, war es, dem Plot zu folgen, treu wie er sein konnte. Und hierfür war Epsilon eine Quelle, das plotnäheste Wesen. Doch nun, nach dem Anblick von Auroras verzweifeltem Kampf, Epsilon war zu blind für seine eigenen Ideale, für seine eigene Kraft. Dies ist der Grund, weshalb Mashadow ihn aufgehalten hatte. Und nun? Nun musste er Epsilon finden und die Fehler rückgängig machen, die gemacht wurden. Was genau Kell nun tat, war ihm ehrlich gesagt herzlich egal, solange er ihm nicht in die Quere kam. Nach einer überstürzten Flucht gab es eine Handvoll Orte, zu denen Epsilon geflüchtet sein konnte. Doch Mashadow war sich bereits sehr sicher, welcher dieser Orte nun der richtige sein würde. Jener Ort, welcher auch der Grund für seine Wacht des Eisberges sein sollte. Tief im Untergrund des Berges, in den Tunneln, welche von der Spitze hinabführten, befand sich ein Raum. Mashadow traf dort ein und nahm sofort die Macht eines hier schwebenden Gegenstandes wahr. Äußerlich wirkte es wie eine antike Ritterrüstung, genauer gesagt wie die Brustplatte einer solchen. Epsilon befand sich, wie bereits vermutet, hier und betrachtete das mystische Stück. Epsilon, warum tust du das? Du folgst mir bis hierher. Mashadow, dir ist bewusst, ich kann auch dich angreifen, wenn du es weiter darauf anlegst. Es ist genug, dass du bereits Kell geschützt hast. Der Zorn in seiner Stimme war Mashadow vollkommen egal. Er hatte keine Bindung zur Epsilon, sondern alleine zum Plot. Ich tue, was getan werden muss. Du stellst dich gegen deine eigenen Ideale. Der Plot braucht Aurora, Epsilon. Der Angesprochene hielt sich distanziert von diesem Ausruf. Der Plot gab ihr die Zeit, stark zu werden. Sie war schwach und musste deswegen verenden. Sie hätte die Zeit nutzen müssen. Bist du wahnsinnig geworden? Epsilon, sie kann noch nicht die Stärke gehabt haben, gegen dich anzukommen. Wir sind gerade mal in Kapitel 10, verdammt. Wie soll denn der Plot weitergehen, nun wo Aurora fort und Kell geflohen ist? Dieses Mal schien Epsilon wahrlich verständnisvoller. Kapitel 10. Der Plot hat erst Kapitel 10 erreicht. Wie lange hat es denn gedauert? Ich hatte erwartet, dass wir bereits Kapitel 25 erreicht hätten. Du weißt, was es hieß. Ab Kapitel 25 müssten sie sich selber verteidigen können gegen alles, was ich zu bieten habe. Diese grobe Fehleinschätzung wirkte auf Mashadow närrisch. Der Plot begann durch Kell, Epsilon. Also bewege dich zur Spitze und hilf Aurora. Oder willst du dich gegen den Plot selber stellen? Wieder einmal begann Blitze im Schwert des Übermächtigen zu knistern. Sprich nicht mit mir, als stündest du mir über. Ich bin der höchste Krieger des Plots. Du stehst unter mir. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Also gut.
Nur Sekundenbruchteile später befanden sich beide Wesen wieder in dem Raum, welcher nun von Blut geprägt war. Kell war längst verschwunden, keine Spur von ihm verblieb. Epsilon näherte sich dem regungslosen Körper von Aurora und fühlte ihren Puls. Nichts. Ich habe wieder einmal einen guten Job geleistet. Doch zu früh, so mag es mir erscheinen. Schatten und Licht erfüllten den Raum, Blitze zuckten überall und nur kurz darauf verschwand all dies. Erneut fühlte Epsilon den Puls. Es hat geklappt. Natürlich. Sie wird allerdings eine Weile Erholung benötigen. Und ihr Team ist zerfallen. Was sagt der Plot hierzu, My Shadow? Es ist mir recht egal, was die erste Priorität des Plots wäre. Ich schließe mich Aurora an und damit Team Polana Vatra. Epsilons Blick war neutral, wie immer. Tu, was du nicht lassen kannst. Nach diesen Worten, ein weiteres Mal, verschwand der Plotkrieger und dieses Mal wusste nicht einmal My Shadow wohin.